einen recht schönen guten Montagmorgen, der 17. Juni, wünsche euch der Bauer Audi. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Jawohl. Was in einem Morgen so viel aufgestellt. Cool, das wird schön. Nimmt wieder Form an, die Küche, gell? Ja, liebe Freunde, über den Winter war hier alles gefüllt mit Kürbiswagen und jetzt sind noch viele Paletten, die hier lagen. Die müssen alle raus, weil hier ist ein Eventraum und wir benötigen den am Freitag. Freitag haben wir hier Gäste, grillieren draußen, Buffet, essen hier. Das heißt, da ist noch ein bisschen Arbeit. Da lagen die Tische. Hinter die Stühle, die Bar, Kühlschrank und hier wird mit Strohballen geschlossen dann. Noch schnell die Spritze gestartet heute Montagabend, 16. Juni. Es ist irgendwas nach 19 Uhr. Die Spritze, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich werde rausfahren, ich habe da Abkehrlicht. Da muss ich da den Balken manuell abstellen. Gut. Zolone heißt es, Blattläuse abhalten zu stechen auf den Blättern. Da gibt es einen kleinen Ölfilm und sie stechen nicht. Und das ist Zahngut und die Blattlause überträgt uns die Viruskrankheiten. Und wenn wir da fleißig spritzen, werden wir auch gesundere Knollen ernten. Das ist das Ziel dieser Spritzung. Die Blattläuse aufhalten vom Stechen und sie vom Feld zu vertreiben. Ja, das ist die Spritzung, die mache ich getrennt vom Fungizideinsatz, die Krautfäule-Spritzung, weil das Problem der Krautfäule so groß ist, darf man nicht noch andere Mittel beimischen. Wir wollen eine maximale Fungizidwirkung dann für gegen Krautfäule. Und es ist immer besser, das ölhaltige Mittel separat zu spritzen, weil es auch brennen kann. Und darum fahre ich auch erst am Abend, wenn die Sonne nicht mehr stark scheint.
sonst würde es die Stauden brennen. Also. Ja, das Ziel ist es, einen Ölfilm auf das Blatt zu bringen, damit sie da vor Stichen, dem Stechen der Blattläuse geschützt sind, dass die Blattläuse nicht stechen. Und wenn es regnet, sieht man es nachher gut. Der Regen perlt ab, also wenn es ölhaltig ist. Ja, die Stauden sehen schön aus. Ich denke, wenig Krautfäule, ich sehe gerade nichts. Bei uns kann man nicht mehr sagen, der Bestand ist frei von Krautfäule. Jeder hat Krautfäule hier in unserer Gegend. Ganz schlimm. Ja, und man sieht es an den Rädern, die Fahrgassen sind nass. Ja, und ich verabschiede mich gleich. Danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Und bevor ihr abhängt, hier sehe ich noch eine Placke. Die reiße ich jetzt noch gerade ab.